denn jetzt? So was sagt man nicht. Oh, es ist immerhin Sonntag. Na und? Wovon musst du dich denn erholen, hä? Von deiner harten Arbeitswoche? Du machst nichts an den Augen. Da steht so ein Typ, er blickt zum Fußabtreter. Du kannst deinen Schuh wegsehen und registrierst das Blut am Leder. Und Millisekunden später spürst du seinen Atem, richtest dich gerade auf und siehst die Milizen-Kapuzenträger. Pro Ripper, der Oberste im Hexerzirkel. Wir machen nichts, was deine Wohnungsmiete deckeln würde. Leiste zu dem Sound von Opernliedern Messe schwüre. Und renovieren dein Haus zur Rob-Zombie-Gedächtnishütte. Es gibt keinen Kommen aus Dr. Satans Escape Room. Und die offiziellen Opferzahlen sind Fake News. Kannibalismus, Orgien, Benzodiazepine, ZMK, Hell Sweet Home. Wir sind die Manson Family. Wer durch die Fenstergläser schießt, sieht einen Mystery Thriller, bevor die Welt Black Jalousien einen Cliffhanger triggern. Ich geb dir Lysergamici, alle Pillenregister. Bist du hier mehr Gespenst als dieses in der Winchester Villa? Dann schieb, du hast von mir gehört und willst der Wahrheit nachjagen. Mit einer Handvoll Studenten aus Harvard und Cardiff. Für die Abschlussprojekte eures Master-Examens legt ein paar Fragen zurecht für die kanadische Name. Sucht bei den Monolithenformen meine Satanistin Klatsch für eine Dokumentation mit euren 80 Kameras und schwachen Taschenlampen leuchtet zwischen Nadeltannenbäumen. Dort, wo raschelnde Geräuschkulisse, nahtverwandtes Keuchen und Atemrasseln erzeugen. Es ist alles illusorisch, doch die Halluzinationen im auditorischen Kortex wecken surreal und fressen sich wie Appendix-Tumore. Von den Thalamus-Sektionen in die Magenkurvaturen. Geboren im Schatten, gestorben im Schatten, im Leben verkümmert, im Tode entwachsen. Ich hab mir hier ein Pandemonium geschaffen und zieh dich in den Abgrund mit Morphsuit-Tentakel. Kellen im Fliederfahnden Anzug. Du hörst zwischen den Knochenpfeilern Sportgelächter donnern und siehst kurz darauf den hochgepeitschten Drogenflashback kommen, der die Zähne zeigt, wie losgeleitete Dopamänner rotten. Und du jagst nach Luft im Brode meiner Sohlennebelgrotte. Sie jagen dich durch Ruinenräume und du fühlst dich wie in wahnsinnig luziden Träumen, fast wie auf Druidenkräutern auf der Flucht durch meine kolossalen Profanbauten, deren Maße geht wie den Topografen in Schlafrauben. Von Eingangshalle bis Spiegelsaal, Speisekammer bis Schieferbad, zieh ich ein einzigartiges Hügelgrab. Und wenn dein Körper hier schon so agoraphobisch reagiert, wie rot deine Karotte ist, dann involviert, wenn du den Keller siehst. Willkommen in der Hölle. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ich ergriff mir das Wort und niemand sah, dass es gut war. Willst du mir etwas sagen, du Judas? Komm, nimm dein Kreuz und dann ab auf den Fußgang. Ich schuf einen makaberen Buchband, suhl dich in meinem literarischen Blutbad. Oh, Ripper Pontifex, fuck, ich bin ein Heiliger. Das hab ich weiß auf schwarz, auf jeder Seite zahl. Ich bin nicht gekommen, um deinen dritten Tag zu erhellen. Und ich bin definitiv nicht hier, um dir eine amüsante Anekdote zu erzählen. Und nachdem wir uns beinahe hautnah begegnet sind, berichtest du der Pflegerin traumatische Erlebnisse und wirst abermals in eine Gummizelle gesteckt, doch motiviert von dem Wissen, dass sich Ungerechtigkeit rächt. Da will ich dir kurz einen väterlichen Ratschlag geben. Widme deinem Leben nicht dein ganzes Leben, was es dir auch gibt, du nimmst es stoisch in Kauf. Doch du musst es nicht lieben, nur weil es dich chronisch missbraucht. Keine Angst, ich hol dich da raus. Reiß dir denn das hier parat und jetzt schäl dich aus deiner Novizenhaut. Und dann opfer dich auch für mich. Quid pro quo. Suizidalmusik. Diese Welt ist hässlich. Deshalb mach ich zeitgemäßen Sound. Am Anfang war der Ripper und Lucifer die Nachgeburt. Ich verdampf mit einem Blick die Guppies im Aquarium. Schau auf die Uhr und der Minutenzeiger wartet kurz. In meiner Gegenwart wird auch die Dunkelheit ganz schwarz vor Furcht. Dann öffnet sich die Tür und ein Kerl in einem Ärztekittel bittet mich herein und zeigt auf die Ledersessel-Sitzkissen. Verschreibt mir wortlos lebenshelfende Pillen. Vor dem Tod bewahrt mich doch schon mein Serienkiller-Instinkt. Das findet er aufgrund seiner Exegese nicht witzig und versucht sich daraus mit einem Themenwechsel zu winden. Stochert etwas herum, um ein genetisches Leck zu finden. Doch meine Gedankenflut lässt Seelenklempner ertrinken. Ich sag, fang mir nicht mit Mutter an und vergiss den Rorschach-Test. Ich war schon in der Jugendzeit weit hinter den Borderlands. Vom Mord besessen, ich hatte mich jede Nacht auf John gebettet und am nächsten Morgen im Schädel klaffendes Stalking-Jetlag. Er blickt verhalten seinem Geiselnehmer in die Augen, ahnt langsam, dass ich nicht auf geistige Genesung aus bin. Ich versetz die Duftstäbchen mit reinfiltrierter Schwefelauge und stopp die kompaktes Mittel meinen rieselnden Meeresrauschen. Mutagene in der Doppelhelix, bürgerlich aufgewachsen, doch geprägt vom Gottesdienst. Ich wache auf, ruhig, in einem freundlichen Raum, bin sicher. Ein menschenunwürdiger Ort, ein kleines Indian Hill, der hier die Kindheit verbringt, schult seinen Killerinstinkt. Ich betrete die Stationsflure der inhaftierten Teufelszucht, in fensterlosen Korridoren inhaliere verseuchte Luft und wühl mich durch patientenakte Berge und anmelde Datensätze, um potenzielle Anhänger abzuwerben. So viele frönen bereits meinen Selbsterhaltungslehr.
erklären, dass es mal höchste Zeit für ein Kartellverfahren wäre. Und sieht der erste Pfleger meinen Hitler-Scheitel, sieht er seine griffbereite Trillerpfeife und schreit nach dem Sicherheitsdienst. Ich wirke ein Witcher-Zeichen, er fliegt auf den Speisewagen und erstickt danach in Gemüse einen Topf und Speichel. Unter Blutregen, Lichtblitzen und Sphärenverformung hat mich Lucifer als ein irdisches Erbe erkoren. Seither werden Ziegen mir zu Ehren ermordet. Könige werden nicht gewählt, nein, sie werden geboren. Was ich mache, ist teufelsgegeben. Der da oben und der da unten sparen sich da alle Neutralität. Und gefallene Engel beweinen mich mit feudalen Tränen und feuern mich an auf all ihren neuralen Wegen. Ich bring ein klein wenig Terror in eure friedfertige Alltagsödnis, denn meine Anhänger fordern wieder eine Gewalterhöhung. Ich geb ihnen lieben gern den alten Krösus und mach aus insistieren viel fixierten Überfliegern Geigenvögel. Aus Regenwind, Rückenwind, bis jeder von der Brücke spricht. Rücke sehen und sterben, ich dreh meine nächsten Imagefilm. Und die Bibel-Neuauflage widmet mir das Titelbild. Da hab ich keine Zeit für besserwisserische Kritiker. Ich bin ein gut geöltes Faktor, gerade im Tale im Slot. Und weil ich jeden meiner Songs auf sprachliche Exzentrik pole, als wäre das keine Mucke, sondern angewandte Kernfusion, entzieh ich mich damit der Geschmacksfrage des Demoskops. Charisma von Anatolji und Obrichenko. Stell dich entgegen und erleide einen Heldentod. Mein Album ist ausverkauft, die Schwarzmarktpreise klettern hoch, denn jeder will ein Stück von diesem Mastermind Neo-Zoon. Und wenn das meine letzte Platte war, dann wäre das so in Ordnung, denn du hörst hier einen abgefuckten Nekrolog im Nachklang meines Tremolos. Dieses Werk ist allein mein suizidal musikalisches Memento. Yeah, Pro Ripper, mein Nekrolog, Stand 2018. Suizidalmusik!